Herzlich willkommen im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sie befinden sich in einem der schönsten Ministerien der Bundesregierung und an diesem Bergarbeitergruß Glück auf können Sie sehen, dass Sie sich auch in der Königlichen Bergakademie und Geologischen Landesanstalt Preußens befinden. Doch jetzt darf ich Sie hereinbitten. Wir befinden uns in unserem attraktiven Foyer und es ist kein Zufall, dass ich mich an diesen Löwen gestellt habe, denn noch vor 140 Jahren war das ganze Areal ein Areal von Eisengießereien. Hier sind Loks entstanden, hier sind Eisenbahnen entstanden, hier ist die erste Lok Deutschlands Probe gefahren und hier sind auch diese Löwen gegossen worden. Und zwar sind das Skulpturen des bekannten preußischen Skulpturisten Christian Daniel Rauch. Jetzt darf ich Sie in unseren Festsaal bitten, in den Erich-Klausener-Saal. Ich darf Ihnen nun unseren Festsaal vorstellen. Das ist der Erich-Klausener-Saal. Der Erich-Klausener-Saal fasst 500 Gäste und nebenbei auch noch für einen Empfang ein Areal. Das führt auch dazu, dass nicht nur wir, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, sondern auch andere Häuser gern große und sehr festliche Veranstaltungen hier durchführen. Sie können im Erich-Klausener-Saal die sehr attraktiven Arkadengänge sehen. Sie wurden freigelegt im Laufe des vorigen Jahrhunderts. Der Atriumscharakter dieses Saales schafft ein sehr schönes, diffuses Tageslicht, in dem Veranstaltungen sowohl mit Ausleuchtung als auch mit natürlichem Tageslicht sehr gut durchgeführt werden können. Sehr interessante Kunst am Bau, die gar nicht auf den ersten Blick ins Auge springt, die man suchen muss. Das ist das verspiegelte Planetensystem der hessischen Künstlerin Rebecca Horn. Sie ist eine sehr berühmte Künstlerin, eine der bekanntesten neuzeitlichen Künstlerinnen, hat auch für den Deutschen Bundestag gearbeitet und bei uns hier dieses verspiegelte Planetensystem mit der Reflexion bis in die Unendlichkeit etabliert. Über die Jahrzehnte hatte der gesamte Bau und insbesondere natürlich auch dieser große Saal unterschiedliche Bestimmungen. Es war zum Beispiel ein Depot, es war ein Museum, es war aber auch von 1961 an während der DDR-Zeit das Ministerium für Geologie der DDR. Interessant ist, dass wir hier, wenn wir von dem Hof hereinkommen, eine Rampe haben. Auf dieser Rampe wurden Exponate und andere Stücke, die hier ihren Platz finden sollten, mit Pferd und Wagen hereingezogen. Heutzutage bringen wir gern auch schon mal ein Elektroauto herein und zeigen das unseren Gästen und wollen ihnen Lust auch auf alternative, zukunftsträchtige Antriebe machen. Auf unserem Gang vom 19. in das 20. Jahrhundert befinden wir uns jetzt im Jahre 1911 bis 1913. Wie Sie alle wissen, ist Deutschland eine große, starke Bergbau-Nation gewesen bis Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und so kam es, dass die Königliche Bergakademie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zu klein wurde. Man musste anbauen. Das tat man, wie Sie sehen, in sehr preußischem Stil. Es ist sehr zurückgenommen, fast militärisch, dieser Anbau B. Sie sehen an verschiedenen Wänden Zimmernummern. Sie sehen die für die 20er Jahre dann sehr typische Kachelgestaltung der Räumlichkeiten des Durchganges. Und Sie sehen im Prinzip eine Architektur der ausgehenden Kaiserzeit, nämlich zwischen 1911 und 1913 entstanden. Jetzt gehen wir ein Jahrhundert weiter. Jetzt sind wir an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Wir befinden uns hier in unserem Bauteil C, wo Sie sehen, dass diese Atriumsstruktur, die wir schon im Mutterbau der Königlichen Bergakademie gesehen haben, aufgenommen wurde. Es ist ein Bau von Max Dudler. Das ist ein sehr bekannter Architekt. Max Dudler hat sowohl diese Marmorsäulen hereingebracht, als auch die Kunst am Bau
mit dieser Kupfer-Messing-Verkleidung. Es ist ein Bau, der sehr funktional ist und uns auch neben den ganzen Büros für die Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, in kleineren und größeren Besprechungsräumen Veranstaltungen durchzuführen.